Was für ein Paukenschlag! Welch ein Umbruch mitten in der Saison! Die Wasserfreunde Spandau 04 trennen sich von ihrem Trainer, stellen Athanasius Kerragias frei und all das vor dem Bundesligaspiel gegen Krefeld. Es war eine große Überraschung und wir werden sehen, wie es weitergeht. Mit einem beeindruckenden Start setzen die Berliner ein deutliches Zeichen. Präzise Spielzüge und individuelle Klasse bringen Krefelds Abwehr mehrmals in Bedrängnis. Doch die überraschende Trainerentlassung wirft natürlich Fragen auf. Denn in der laufenden Spielzeit triumphierte Spandau im Supercup und gewann alle Bundesligaspiele. Die Aussicht auf das Weiterkommen der Champions League ist aufgegeben. Aber der Verein begründet die Entscheidung in einer Pressemitteilung wie folgt. Wir haben diese Entscheidung unabhängig von den bevorstehenden sportlichen Aufgaben im Interesse der Zukunft unseres Herren Wasserballteams und der über Jahrzehnte erworbenen nationalen und internationalen Reputation unseres Vereins getroffen. Die Wasserfreunde lassen sich gegen Krefeld von all dem nicht beeinflussen und bauen ihre Führung bis zur Halbzeit auf 16:3 aus. Wir haben viele Sachen weitergemacht, die wir auch die ganze Saison über gemacht haben, haben probiert aggressiv zu bleiben. Nach dem Seitenwechsel setzen die Berliner die strategischen Vorgaben des neuen Coach konsequent um und zeigen, dass Erfolg gerade in solchen Zeiten von einer starken Teamdynamik abhängt. Doch wer ist der neue Trainer überhaupt? Die Rede ist vom Serben Wladimir Marković, welcher international erfahren und für einige kein Unbekannter ist. Wir kennen ihn schon, den neuen Trainer, ein paar Leute nicht, aber er war Co-Trainer bei der serbischen Nationalmannschaft. Er hat in Serbien eine Mannschaft trainiert, er hat Jugendnationalmannschaft in Italien und andere Nationalmannschaften trainiert. Trotz einer turbulenten Woche untermauern die Wasserfreunde mit dem klaren 28:4 Erfolg ihre Ambitionen. Auch im bevorstehenden Duell gegen den französischen Meister aus Marseille soll diese Entschlossenheit in der Champions League bestehen bleiben. Na, natürlich fahren wir dahin, um alles zu geben und dann auch möglicherweise Punkte nach Hause zu holen. Das ist unser großes Ziel. Und somit ist klar, Spannung ist zu 100% vorprogrammiert. Gerade nach diesem Paukenschlag und Umbruch mitten in der Saison.